liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 auf meinem Kanal. Ja, diesen Zug habe ich noch ausgetauscht, eine neue Lokomotive, der ist insgesamt ein bisschen günstiger, was den Unterhalt angeht, in den Betriebskosten. Kapazität hat er auch ziemlich genug. Ja, und wir haben auch wieder relativ ein gutes Plus jetzt wieder erreicht, nachdem wir zwei Tage lang Minus geschrieben haben. Auch den habe ich hier verkürzt, da könnten wir gar noch eine Lokomotive klauen. Brauchen wir hier eigentlich so auch nicht. Mich nimmt kurz Wunder, die Züge hier vergleichen. Könnte man sogar so eine einsetzen. Mit 105 km/h. Oder die NoHub, die würde das auch tragen. 5 Millionen. Da haben wir ja die drauf jetzt. Ja gut, 7 Millionen. Das hat schon einen Unterschied. Die wäre noch ein bisschen günstiger. Auch von der Leistung her. Ja, die ist etwas teurer im Unterhalt. Kann aber 140 km/h. Nicht kaufen. Ich würde sagen, wir ersetzen die hier durch die NoHub. Macht auch die 120, weil mehr muss die nicht können. Ich hoffe mit der Änderung, dass wir hier mal das Kraftwerk hier ein bisschen durchgängiger bedienen können. Wir brauchen hier wahrscheinlich auf der einen Linie noch einen Zug mehr. Auf der hier. Da einfach die Waren wegkriegen. Ja, der ist halt einfach zu teuer. 29,8 Millionen kostet uns das Teil. Das Geld haben wir eigentlich noch nicht. Ich habe die schon ein bisschen verlängert, aber wie man sieht, haben wir ja immer noch, ja, zu wenig Kapazität. Das da oben so mit Stahl 131 relativ gut aussieht. Ja, die Schiffe schwirren alle wieder hier oben rum. Na, der kann gleich mal noch mal drehen. Der eigentlich auch. Der belädt. Okay. Der lädt mal schön wenigstens Werkzeuge auf, nicht so wie die anderen. Gut, ich würde sagen, wir schließen hier mal noch Singapur. Haben wir hier auch ein bisschen mehr stärker ans Netz genommen. Haben die haben sich hier, glaube ich, ausgebreitet, ja, da oben. Ja, da müssen wir dringend hier noch die Linie verlängern. Dass wir hier vielleicht noch eine zweite Linie reinmachen. Das würde ich fast machen hier. Wäre vielleicht noch sinnvoll. Dass wir hier noch die Straße hier verbinden, dann hier die Straße, bauen wir gleich aus. Ich würde sagen, mit der gehen wir hier unten dann rein. Machen hier aber noch eine Busspur mit dran. Das macht
hier gleich noch sehen, dass wir hier Busspuren haben. Dann würde ich hier runter und dann sagen, wir drehen dann hier hinten. Dass wir hier drehen. Machen. Gut, Haltestellen werden noch benötigt. Da fahren wir in die Richtung rum. Hier können sie umsteigen. Dann machen wir hier noch zwei Halte hin. Hier hinten. Hier ebenfalls. Dann geht es hier hinten noch runter. Da können sie dann wieder dort rein. Gut, neue Linie müssen wir hier haben. Das wäre die Linie Nahverkehr. Bus 2 Singapur. Dann gehen wir von hier unten. Haben wir da überhaupt noch? Nö, das müssen wir ausbauen, da haben wir gar keinen Platz mehr. Das müssen wir dann noch ausbauen. Aber wir gehen von hier unten hier hin. Gehen da oben hin. Da oben lang. Einmal da rum. So, Busspur wird relativ gut genutzt, sehe ich gerade. Gut, das Teil müssen wir jetzt noch ausbauen, weil das genügt so nicht mehr. Wir brauchen hier noch eine Plattform mehr. Dann müsste die hier auf die 1 rüber. Gut. Ja, dann brauchen wir nur noch die Fahrzeuge, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, auf der 1 haben wir da rein Fahrzeuge. Was haben die für eine Kapazität? Vielleicht müssen wir die noch ein bisschen tauschen. Na, 14. Dann wir die hier aufmachen. Kleineren machen wir die noch in dem Grün. So. Gut, weitere Straßenfahrzeuge brauchen wir noch. Und zwar für blauen, da machen wir auch 3 Stück drauf. Will ich nichts Wahnsinniges machen. Dem hellblau. Dann auf die Linie Nahverkehr Bus 2. Können die hier schon mal anfahren? Gut. Dann hätten wir das. Wir könnten hier sogar noch schauen, dass wir hier Maschinen hinliefern. Maschinen können wir ja von hier unten dann holen. Beziehungsweise, wir brauchen hier wahrscheinlich eher einen Bahnhof. Würde ich das hier mal noch umbauen. Schauen, dass wir da noch einen Bahnhof hinbekommen. In irgendeiner Form. Vorzugsweise vielleicht sogar mit einem Personenbahnhof, den wir ebenfalls gleich nutzen könnten. Da muss ich mal schauen, wie wir das genau machen wollen. Ja, den U-Bahnhof, den würde ich jetzt hier nicht unbedingt hinbauen. Also ein Durchgangsbahnhof dürfte es dann eigentlich schon sein. Vorzugsweise sogar in 400 Meter Länge. Ja, das ist die Fabrik ein bisschen im Weg. Das
würde es zwar gehen. Die würden sogar die Fabrik noch ranbekommen. Da unten das Häuschen hinsetzen. Mal so hier hinsetzen. Wir könnten Gleise haben wir hier jetzt zwei. Könnten wir hier noch einen Passagierbahnhof hinsetzen. Oder zwei Durchgangsgleise wären vielleicht sogar eher sinnvoll. Sehe noch, was zwei Gleise machen. Passagier. Den hier mal so ransetzen. Dann versuchen wir den gleich mal auszubauen. Dass wir hier die Fabrik ankriegen. Das kriegen wir relativ gut hin. Vorne, das Gebäude will ich auch noch ein bisschen weiter vorne haben. Im Großen. So, hier das Gebäude hinsetzen. Aha, geht nicht. Weil es zu groß ist. Da sind wir jetzt wo an der Straße dran. Ja, es ist jetzt ein bisschen zu nah. Man sieht's. Oder hinten würde es eigentlich gehen. Dass wir hier den Übergang noch haben. Machen wir es so. Wir können das Gebäude nämlich hier wegreißen. Gebäude hier nicht benötigen. Gut, dann können wir hier nämlich schon mal mit Gleisen dann so weg, hier drüben hin. Hier müssen wir natürlich ein bisschen ja, den Strand bearbeiten, so quasi. So hier halt das austoben. So, dass wir hier mit Gleisen durchkommen. Macht ja Sinn. Gut, dann brauchen wir hier aber noch zwei Terminals. Ja, das ist die Vorname, die haben wir jetzt halt nicht dran. So zwingen. Und die Straßenführung, die können wir hier ja immer noch anders bauen. Schauen, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Gut, das heißt, können wir hier sowieso auch Straße machen mit Busspur. Dass wir hier mal unten durchgehen. Outer safe. Ich reiß nachher kurz die Straße ab hier, dass wir hier vielleicht gerade durch können. Wäre noch sinnvoll. Ja, jetzt ist der Bus nämlich weg.
hier die Straße modifizieren. So. Dann haben wir hier nämlich eine Straße mit Busspur. Ob hier vorne zumindest. Dürfte eigentlich weiterfahren. Hier mal weg. So. Wir können dazu nach Bedarf hier den Bahnhof auch noch erweitern. Gut, ein Güterterminal benötigen wir noch. Da wird es halt nochmals ein Personengleis geben. Ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Das soll ja auch ein bisschen ein größerer Bahnhof dann am Schluss sein. Jetzt brauchen wir das, die Plattform für Güter. Hier. Ja, und wir werden da vorne dann bestimmt die Fabrik auch noch anschließen. Später dann. Für den Anfang sollte das eigentlich reichen. Wir können ja den Bahnhof bis hier vorne ausbauen. Eigentlich müssten wir da sogar das, die Fabrik noch Rang bekommen. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, wir gucken gleich mal. Das sollte machbar sein. Das ist ja die unsere Mindestanforderung an den Bahnhof. Gebäude. Wenn es geht, dieses hier haben, ja, da haben wir uns eigentlich dran. Wenn ich noch eins weiter nach vorne setze, machen wir aber noch die Plattform 1 weiter. Moment, ich brauche das hier. Eigentlich dran. Machen wir den hier hin, dann können wir da noch zwei Gleise hinsetzen. Ich würde sagen, wir machen den anderen gleich lang. Von der Länge her. Dann haben wir hier nämlich den Güterterminal schon mal verlängert, was das angeht. Gut, das ist unsere nächste Baustelle, die wir angehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Zeit ist leider schon wieder rum. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir hier weiterarbeiten. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss, euer Mike.